Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Erhöht sich die Magensäure durch Kaffee? Ist Kaffee verboten? Fragezeichen. Also bei Sodbrennen zum Beispiel. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zum Patienten zurück. Es kam ein Patient in die Praxis mit der Fragestellung, dass er Beschwerden hatte. Er merkte immer, dass er ein bisschen Hüsteln hatte, so ein bisschen komischen Geschmack im Mund. Manchmal auch einfach nur so ein komisches, hat er gesagt, so ein komisches Gefühl, dass etwas hochsteigt. Er wusste sozusagen in dem Zusammenhang aber nicht, was es ist. Und ihm ist aufgefallen, dass es immer nach Kaffee ist. Dann habe ich ihm erklärt, dass man das, wenn das rückläufig über die Speiseröhre vom Magen kommt, die Magensäure ist, die zum Beispiel bei Stressbelastungen ansteigen kann, wenn wir Dinge essen und trinken, die der Magen nicht haben will. Und beim Kaffee ist es so, dass die Kaffeeröstung tatsächlich entscheidend ist. Also er muss den Kaffee nicht weglassen, sondern er kann an der Stelle zum Beispiel auf die Art des Kaffees gucken. Also eine gute Kaffeeröstung zum Beispiel wird häufig etwas besser vertragen und kann die Magensäure dann nicht so doll ansteigen lassen. Und dann kann es auch sein, dass der Reflux, nennt man das, das Rückläufige, was man dann im Mund spürt und merkt, auch zurückgeht. Ein ganz besonderer Tipp ist immer, dass man Espresso nutzt, weil der Espresso durch die Kaffeeröstung sozusagen bei erhöhter Magensäure, manche kennen das als Reflux und Sodbrennen, tatsächlich besser vertragen wird. Ich spreche ein bisschen aus Eigenerfahrung, was den Espresso angeht. Von daher, das funktioniert tatsächlich gut. Also man kann es natürlich nur ausprobieren, ob es auch für euch etwas ist. Man kann den Espresso nutzen und auch zum Beispiel mit Wasser verdünnen. Dann habe ich einen klassischen Kaffee. Und dann müssen die Leute eben nicht auf den Kaffee verzichten. Deswegen muss man verschiedene Kaffeesorten ausprobieren, weil man an der Stelle dann immer gucken kann, was die persönliche Empfindung ist. Und häufig ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es eben mit Espresso super funktioniert. Also Kaffee nicht verboten, probiert es einfach aus. Espresso an der Stelle hat einfach eine besondere Röstung und deswegen aufgrund der Röstung wird es sozusagen häufig sehr gut vertragen. Das heißt auch hier allgemein Kaffee bei Sodbrennen nicht, stimmt nicht, sondern man muss eben immer individuell gucken. So ihr Lieben, ihr wisst, Plus weg, abonnieren, je nachdem wo ihr mich seht. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, ganz liebe Grüße und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Live gehen tue ich ja auch zwischendurch schon. Das heißt, ich werde versuchen, das anzukündigen und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Ganz liebe Grüße und Plus weg. Tschüssi!